Liebe Schwestern und Brüder, dieses Loblied Mariens, was wir gerade gesungen haben und jetzt auch im Evangelium gehört haben, ist eine neutestamentliche Parallele, so könnten wir sagen, aus diesem Jubellied, das im Buch Zephania in der ersten Lesung wir gerade gehört haben. Juble, jauchze, freu dich, so heißt es darin. Und an was sollen wir uns freuen? So können wir uns fragen. Wir haben es doch oft schwer, oftmals sind wir trübselig, oftmals sind wir mühselig und beladen, haben doch so viele Sorgen. Wie kann man da jubeln, jauchzen und sich freuen? Und die Antwort ist ganz einfach: Der Herr ist in deiner Mitte. Da erinnern wir uns vielleicht, wenn wir hören, Gott ist also in unserer Mitte. Und für das Volk Israel war die Gegenwart Gottes im Tempel wahrnehmbar, im Allerheiligsten, wo Zacharias auch dem Engel Gabriel begegnete. Da konnte man Gott begegnen. Er war gegenwärtig. Das war das Allerheiligste. Bei der Frau am Jakobsbrunnen, da wird die Frage aufgeworfen, wo beten wir denn recht an? Ihr in Jerusalem, wie auf dem Berg Gerizim. Und der Herr antwortet dann, ihr werdet in Zukunft im Geist der Wahrheit anbeten. Jetzt fragen wir uns, wo ist jetzt der Herr in unserer Mitte? Und bei Maria und Elisabeth erleben wir, Maria bringt der Elisabeth den Herrn, sie erkennt auch den Herrn und breitet auch diesen Jubelruf aus, wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Wir könnten gleichsam, wenn wir zur Kommunion gehen, auch immer diesen Ruf haben im Herzen, wie kommt es mir, dass mein Herr zu mir persönlich kommt. Da merken wir schnell, wir haben es nicht erleistet, wir haben es nicht verdient, wir haben es nicht erwirkt, es ist reine Gnade. Gott schenkt sich uns völlig unverdient. Aber auch diese Bereitung dieses Wegs, sich auf den Weg machen, Christus zu begegnen. Natürlich hüpfen wir nicht nach der Kommunion von dannen, aber manchmal gehen doch Menschen zur Kommunion und auch von der Kommunion dermaßen trübselig und beladen von dannen, dass man denkt, sie haben gerade die schlimmste Erfahrung ihres Lebens gemacht und nicht so sehr, dass man entdecken könnte, dass sie jetzt wirklich erfahren, Gott zeigt sich nochmal sakramental, was er im Sakrament der Taufe bereits vollzogen hat, dass er bei uns ist. Gott ist in deiner Mitte. So könnten wir auch sagen, dass das, was wir hier in der eucharistischen Anbetung einüben, dass wir uns zu Gott hin bewegen, dass er mit uns auch wirken kann, dass wir ihm hier begegnen, ist auch die Einübung, dass wir immer mehr lernen, dass wir Gott auch in uns selbst und im anderen anrufen, verherrlichen, lobpreisen dürfen. Und das scheint mir diese Gnade dieses Festtages zu sein und auch diese Gnade der Anbetung, nicht zu sagen, bloß im Regina Pacis oder bloß vorm Allerheiligsten kann ich beten, sondern zu wissen, Gott geht mit mir meinen mühseligen Alltagsweg. Und dort, wo ich auch die mühseligsten alltäglichen Dinge tue, entzieht er sich nicht, weil er zu groß ist oder diese Arbeit zu unwürdig wäre, sondern nein, er befähigt mich und er begleitet mich in diesem Tun. Da fragen wir uns natürlich oft, warum sündige ich dann? Warum bin ich nicht immer frohlockend und juble nicht immer? Und da erleben wir, dass eben Gott auch all diesen Wege der Sünde, des Ausgegrenztseins, des Weggehens von Gott mitgeht und er auch das Leid dessen, wo wir uns im freien Willen gegen ihn entscheiden, auf sich nimmt. Und das erleben wir ja, wenn wir aufs Kreuz schauen. Auch da war sich Gott nicht zu gut, sondern er hat die Sünde auf sich genommen, um uns zu befreien. Der Festtag der Heimsuchung Mariens bedeutet,
dass wir in diesen Ruf Mariens eintreten können. Und ich lade Sie ein, dass Sie vielleicht im Nachgang, wenn Sie einmal der Muße haben, sich dieses Magnificat im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel anschauen und überlegen, wie würde ich es für mein Leben schreiben. Kann ich schreiben, Gott hat Großes an mir getan? Und vielleicht können Sie eine Spalte machen, wo Sie das Magnificat Vers für Vers aufschreiben und dahinter schreiben, wie Sie es in Ihrem Leben erlebt haben. Oder eine andere Möglichkeit wäre, wie Sie es für sich ausdrücken würden, um auch hineinzukommen in dieses, ich möchte mehr in diesen Lobpreis Gottes kommen. Maria hilft mir, auf Gott zu schauen, ihn zu preisen. Und als letztes, da heißt es, alle Geschlechter werden mich preisen. Schon die Mutter Gottes spricht im Evangelium darüber, dass Marienverehrung über alle Generationen geschieht. Es ist kein katholischer Sonderweg für katholische Sonderlinge und Frömmler, sondern es ist dieses evangelische Treue, in dem wir dem Evangelium glauben und das auch vollziehen, was da steht, von Geschlecht zu Geschlecht preisen mich selig alle Geschlechter. Wir dürfen also sagen, das, was wir tun, wenn wir die Mutter Gottes verehren, ist ein gutes biblisches Tun, weil wir von ihr uns prägen lassen möchten, dass wir immer mehr Christus ähnlich werden.